Hi. Leider immer noch krankheitsbedingt durch die Grippe nach der Arbeit. Ich bin so ein Verrückter, der trotz Grippe arbeiten geht. Nicht in der Lage, nach draußen zu gehen, um halt Kräfte zu sparen, zu regenerieren und Kräfte zu sparen für den nächsten Arbeitstag. Und dann hatte ich mir so überlegt, ein Video zu machen über Bushcraft und Survival-Bücher. Wobei ich sagen muss, so dieses Ganze mit dem Survival, sei es jetzt bei YouTube-Videos oder Bücher, ich bin da so immer ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite bin ich mir sicher, dass 95% der Bushcrafter mindestens diese typischen Survival-Serien wie mit Bear Grylls oder Cody Landin und Dave Canterbury, Ray Mears, der ja auch seine eigene Survival-Serie hatte, die eigentlich im Prinzip nur Erzählungen von anderen war, oder das Survival-Pärchen Michael Hawk und jetzt habe ich den Namen von seiner Tussi vergessen. Wen habe ich noch vergessen? Der Stroud. Für mich der Uropa des der Survival-Serie. Ich bin immer sehr zwiegespalten, ob wir das hier in Deutschland oder in Europa brauchen, benötigen, dieses Wissen. Und ich habe da so meine eigene Theorie, dass Survival auf dem Bushcraft fußt. Das heißt, Shelter Building oder Wasser abkochen und all dergleichen, Fallen stellen und so weiter. Das stammt eigentlich aus dem Bushcraft oder Woodcraft und ist im Prinzip nichts anderes als das, was die frühen Einwohner oder Einsiedler, die von Europa nach Amerika kamen, zum täglichen Broterwerb benutzten. Daher halte ich Bushcraft und Survival für typähnlich und aus der Alltagsgeschichte des frühen Amerikas, so wie wir es kennen, darauf begründet. So, und darauf habe ich jetzt daher habe ich jetzt so mal ein paar Bücher ausgegraben, die ich so bei mir, die ich so gelesen habe. Zum einen wäre das für mich das absolute Standardwerk von Nesmuk. Darauf bezieht sich zum Beispiel auch Dave Canterbury sehr oft. Das Buch heißt Woodcraft and Camping, The Great American Classic of Camping. Und dieser Nesmuk beschrieb darin, wie er zum Beispiel nur mit einem Boot, einem Kajak und einer Tarp Amerika bereist ist, wie er sich sein eigenes Zeug zusammengestellt hat. Knapsack, Beil, diverse Messer, Kochzeugs, Fishing-Zubehör und so weiter. Was er wirklich für sich selber so hergestellt hat oder hat herstellen lassen, zum Beispiel diese Axt mit den zwei Schneiden. Und dieser Nesmuk oder George Washington Sears, wie er wirklich hieß, ist ein sogenannter Frontiersman, ein Wegbereiter zu dem heutigen Bushcraften, so wie wir es kennen. Also für mich eine absolute Kauf- und Leseempfehlung ist dieses Buch. Nesmuk, Woodcraft and Camping. Und ich glaube, also in Amerika hat es $6.95 gekostet. Und ich habe es, glaube ich, für 2 Euro bei Amazon gekauft. Dann
auch wieder so ein Klassiker aus Amerika. Das Lewis und Clark Tagebuch, die ersten Expeditionen zu den Quellen des Missouri, sodann über die Rocky Mountains zur Mündung des Columbia in den Pazifik und zurück, vollbracht in den Jahren 1804 bis 1806. Und dieses Buch von Lewis und Clark, da kommt auch eine schöne Karte mit dazu, das soll wohl eine Replika sein, das die auch zum Nachvollziehen der Reiseroute dient. Bisschen auf alt getrimmt. Ist wohl ein Nachdruck, so wie ich das sehen kann. Dass man sehen kann, wo die wirklich lang gereist sind. So ein bisschen auch topografisch erkennbar, ob das jetzt Höhen waren oder Täler waren. Ich weiß nicht, wer das übersetzt hat oder ob die damals so ein schlechtes Englisch hatten. Es ist schwierig zu lesen, weil man hat das Gefühl, das haben Kinder geschrieben. Aber da waren so viele interessante Sachen dabei, dass ich also teilweise, obwohl ich nicht vorhatte, wirklich stundenlang an diesem Buch zu lesen, ich habe mir gedacht, so komm, eine halbe Stunde nimmst du dir Zeit, liest da mal ein bisschen drin. Und ich habe dann gar nicht mehr aufgehört und habe dann irgendwann mal auf die Uhr geguckt und habe gemerkt, ich habe jetzt 3 Stunden an dem Buch gelesen und hatte dann schon etliche Seiten weg. So, das Buch ist zwar relativ dick, aber auch relativ klein, wie man sehen kann. Da muss man schon die Muße für haben, dieses Buch zu lesen, weil es ist ein bisschen kindlich geschrieben. Dennoch würde ich auch hier sagen, es ist eine Kaufempfehlung und auch eine Leseempfehlung. Dann ein neueres Buch, das nennt sich Bushcraft, Outdoor Skills and Wilderness Survival von Moss Kochanski. Und Moss Kochanski ist, wer das so ein bisschen kennt, von Cody Landin, habe ich hier 2 Bücher von Cody Landin, öfters auch genannt als sein Mentor. Das heißt also, Mentor heißt nicht, dass der Mentor sich wirklich mit diesem mit seinem Schüler beschäftigt, sondern dass der Schüler sich auf viele Sachen von dem Mentor bezieht, diese Sachen für sich aneignet, vielleicht weiterentwickelt und dann sagt, es war mein Mentor. Ich würde auch sagen, ich habe so meine Mentoren, was Bushcraft angeht. Dave Canterbury zum Beispiel oder Nesmuk. Und Moss Kochanski, den könntest du mit einem Mora Classic 1 in eine Situation schicken, die eigentlich für jeden relativ aussichtslos wäre. Und da bin ich mir fast sicher, dass der sich da rauslavieren könnte. So, und dieses Bushcraft-Buch geht direkt über ins Survival. Wobei ich immer wieder sagen muss, ich mag den Begriff Survival nicht. Absolut nicht. Er beschreibt hier zum Beispiel, wie man gefallene Bäume am besten bearbeitet, ohne sich zu verletzen, wie man mit einer Axt umzugehen hat, ohne sich zu verletzen. Also ich habe schon Leute gesehen, die haben auf einen Baum eingedroschen und dann schlug die Axt zurück, weil das Holz zu hart war und haben sich dann mit dem Rücken gegen den Kopf gehauen. Bushcraft ist kein Geheimnis, aber auch nicht also kein Geheimnis oder keine Wissenschaft, aber auch nichts für Leute, die mal einen Rambo-Film geguckt haben. So, da sind auch viele detaillierte Zeichnungen dabei. Fotos habe ich keine gesehen oder ich habe sie übersehen, weil ich gucke selten mal Fotos. Aber hier sind wirklich viele detaillierte Zeichnungen, wie man zum Beispiel ein Feuer entfacht oder eine Schwedenfackel, Schwedenfeuer macht oder wie man eine Tasse, einen Löffel aus einem Stück Holz schnitzt. Und ich finde das Buch sehr gut und auch hier will ich eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Gab es zu der Zeit, als ich es gekauft habe bei Amazon, leider nur in Englisch. Jetzt kommen wir zu dem sogenannten Survival-Guru.
Und eigentlich mag ich den Knaben, weil er so, na, verschroben ist. Das ist Cody Landin. Und er hat hier zwei Survival-Bücher geschrieben. Das eine heißt When All Hell Breaks Loose, Stuff You Need to Survive When Disaster Strikes. Und 98.6 Degrees, The Art of Keeping Your Ass Alive, How to Survive, Fear, Panic and the Biggest Outdoor Killers. Also er beschreibt zum Beispiel so Sachen, was man so braucht, wie man sich psychologisch drauf, also Sachen, die man braucht, um zu überleben. Hat hier auch ein paar Zeichnungen drin. Ist auch alles in Englisch geschrieben. Ich weiß nicht, ob es diese Bücher schon in Deutsch übersetzt gibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist ein Markt in Deutschland, der ist noch nicht so weit. Zum Beispiel, wie man mit Chlor oder Bleiche Wasser desinfiziert. 4 Tropfen Chlor oder Bleiche auf 1 Liter, halbe Stunde warten lassen oder 6 Stunden in die Sonne legen, wenn es eine PET-Flasche ist. So Sachen, oder wie man sich zum Beispiel so ein Survival-Kit zusammenstellt. Ich fand es ganz interessant zu lesen. Ich muss dazu sagen, wir brauchen das in Deutschland nicht. Da bin ich mir 100% sicher. Solche Katastrophen wie so ein Hurricane Katrina oder was es sonst noch so alles gibt, so ein Fukushima wie in Japan oder was sonst noch, was gab es denn noch? So diese typischen oder Erdbebenkatastrophen, das haben wir hier so in Deutschland nicht. Und ich glaube nicht, dass wir in Deutschland in die Verlegenheit kommen, über Monate überleben zu müssen, ohne dass unsere Infrastruktur nicht wieder erhalten wird. Daher, also ich finde es interessant zu lesen für, ja, die Amis, aber für uns Deutsche ist das, glaube ich, Käse. Ähnlich geht es hier um das Survival-Buch Überleben in Extremsituationen. Und allein schon das Vorwort zeigt die Autoren. Joshua Piven ist Computerjournalist und freier Autor. David Borgenich ist Autor und Lektor. Für das Survival-Buch haben die beiden Autoren zahllose Experten gefragt, darunter Stuntmen, Survival-Trainer, Ärzte, Direktoren einer Alligatorenfarm, tralala, tralala. Und die haben bereits geschrieben, das Christmas-Survival-Buch, das Job-Survival-Buch und das Travel-Survival-Buch. Also das Buch ist nicht ernst gemeint. Aber so für zum Schmunzeln zwischendurch ist es dennoch geeignet, finde ich. Aber man darf es einfach nicht ernst nehmen. Jetzt kommen wir zu einem Standardwerk, und das ist auch das letzte Buch. Das ist der SAS Survival Guide, How to Survive in the Wild, on Land or at Sea. Geschrieben hat es ursprünglich John Lofty Wiseman für den SAS. Und John Lofty Wiseman ist eine Koryphäe, wenn es darum, also um Survival geht. Er war viele Jahre Survival Lehrer bei den SAS. Survival deshalb, weil diese SAS ja sehr oft in ganz spezielle Gebiete geschickt wurden und als absolute Hardcore-Truppe sich auch in den extremsten Situationen beweisen mussten und mussten dort überleben. Und dann dort hat er dann, also dafür hat er dann zum Beispiel geschrieben, wie man mit null Ausrüstung Speere herstellt, eine Steinschleuder, um Tiere zu jagen, wie man sich eine Hütte baut, Pflanzen beschrieben, die essbar sind, Pflanzen beschrieben, die für medizinische Zwecke geeignet sind, und dieses Buch geht wieder zurück von diesem typischen Survival-Quatsch, ich sag's so, wie ich das meine, von diesem typischen Survival-Quatsch. Jeder, der meint, oder wenn ich höre, ich werde das gleich mal weiterführen, der meint, er wäre ein Survivalist, den kann ich nicht mehr ernst nehmen, tut mir leid.
Bushcraft, okay. Woodcraft, Woodlore ist in Ordnung, aber im Survivalisten bleibt auf dem Teppich, Freunde. Ihr werdet es bereuen, weil das wird euch irgendwann mal einer oder dafür werden euch Leute belächeln. Aber so wie er das alles beschrieben hat, wie man zum Beispiel Wasser sammelt, indem man eine Grube gräbt, unten einen Behälter reintut, eine Folie drüber mit einem Stein, sodass das Wasser, das Tauwasser da rein oder Kondenswasser da reinkommt. Das greift alles wieder auf das typische Bushcraften zurück und darauf wieder auf die typischen Techniken, die die ersten Einwanderer Amerikas benutzt haben, um zu überleben und um den täglichen Broterwerb zu nutzen. So, das war's erstmal. Und jetzt kommt mein Nachwort für die Survival Freaks unter euch. Also ich hatte mal eine Freundin, mit der war ich 3 Jahre zusammen und die hat es nicht so ganz verstanden, warum ich zum Beispiel ein Messer sammle. Warum sammle ich zum Beispiel diese Mora-Messer? Warum habe ich mir ein Bear Grylls-Messer gekauft? Und sie hat das nicht verstanden und hat das so ihren Freunden erzählt. Und irgendwann mal sind wir in der Stadt unterwegs gewesen, das war ein Weihnachtsmarkt. Und einer ihrer Bekannten fragte mich, ja sag mal, warum kaufst du denen immer so Messer und so? Und da polterte meine damalige Freundin los, der Arthur ist ein Survival-Anhänger. Mich in dem Moment so beschämt. Nicht dafür, dass sie das über mich gesagt hat, sondern dass sie so saudumm war, so eine Scheiße zu erzählen. So, und na gut, aber was will man von der Friseurin erwarten? Entschuldigung, ich will keinen beleidigen. Ich bezeichne mich als Bushcrafter und meine neue Freundin, mit der bin ich jetzt 4 Monate zusammen, die versteht das absolut und die war auch neulich mit mir im Wald und hat auch mit mir eine Videoantwort gedreht oder ich bin getaggt worden, da ging es darum, Zeltheringe mit der schlechten Hand zu schnitzen und die fand das richtig cool und hat gesagt, nimmst du mich wieder mit in den Wald? Nichts lieber als das. Und da kriegt die sogar ein richtiges Messer für. So, und so eine Frau muss man erstmal finden. So, also jetzt kommen wir zurück zu den Büchern. Nee, ich bin noch gar nicht fertig. Es gibt da so ein Typ, der hat da so einen komischen Dialekt. Und wenn der versucht in Englisch seine Survival-Schule zu präsentieren. Neuerdings beschäftigt er sich mit Bug-Out-Bags. Bin ich jetzt den Jungen echt auf Mitte 20. Und ich weiß nicht, was der für sein Lebens- oder für seinen Lebensunterhalt tut, aber wenn ich den von Bug-Out-Bags, Survival-Situations und sowas rede, da kriege ich dicke Eier von. Ich hatte den mal im Abo auf YouTube, weil er mal ein paar Bushcraft-Techniken gezeigt hat und seitdem er sich so auf dieses Survivalen und Bugout-Zeug da fehlt noch, dass er jetzt demnächst anfängt zu preppen, sich darauf so spezialisiert hat. Ich habe den direkt aus dem Abo rausgeschmissen. Ich kriege allein schon von dem seinem Dialekt dicke Füße. Entschuldigung, wenn ich dazu sage. Und Mike, wenn du das siehst und wenn du das hörst, tut mir leid, ich nehme dich nicht ernst. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Kommentare, Bewertungen, Subscriber werden gerne gesehen. Wir sehen uns bis die Tage und hoffentlich bin ich dann wieder fit. Tschüss.